Hallo zusammen, ich bin heute im Live Plus und zwar ist heute zu Gast bei mir der liebe Vincent Guntrum, Intuitionscoach, aber er wird sich gleich auch noch selbst vorstellen. So, mein Name ist Gina Joan und ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und mit uns über das Thema männliche Energie spricht. Wenn ihr euch beteiligen möchtet, dann freut es uns natürlich sehr, wenn ihr das tut. Schreibt gerne eure Fragen rein. Und ja, ich warte jetzt noch darauf, dass Vincent auch reinkommt und mit uns sprechen wird. Ich hoffe, ich habe alles richtig geschrieben. Titel könnt ihr sehen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt euren Donnerstagnachmittag. Vielleicht müssen wir ihn nochmal extra einladen. So, dann hoffe ich doch, dass er dann mal reinkommt. Ja, ihr wisst ja über mich, dass ich die sage ich auch schon Intuitionscoach, Intuitive Coach eben bin und dass ich auch mich Haupt- und Frauen coache und ich spreche auch immer wieder in meinen Coachings über männliche und weibliche Energie und heute habe ich mir den Vincent eingeladen als Gesprächspartner. Hi Vincent. Hi. Kannst du mich gut sehen und hören? Ja, auf jeden Perfekt. Fall. Hallo Sharanya, schön, dass du da bist. Ja, magst du dich vielleicht zu Beginn einfach Super. direkt vorstellen? Jeden Fall. Ich möchte auch noch kurz den Oliver begrüßen, der auch gerade dazu kommt, der ist ein Freund von mir. Ja, genau. Ich bin der Vincent und ich bin tatsächlich auch Coach für Männlichkeit, nicht nur. Aber ich unterstütze auch konkret Männer auf ihrem Weg in der Mannwerdung, auch beruflich. Und bei mir geht es richtig viel darum, sich kraftvoll im Leben zu positionieren. Ja. Und da lasse ich es wirklich relativ offen, welchem Lebensbereich, ob es jetzt in der Beziehung ist oder ob es jetzt im beruflichen Bereich ist. Wenn man es jetzt mal konkret macht, die meisten Leute kommen schon zu mir, die meisten Coaches und Trainer sind eigentlich Kunden von mir, die kommen, dass ich sie auf ihrem beruflichen Weg unterstütze, wie sie sich da irgendwie klarer orientieren können, was ist eigentlich so mein Ding, wie kann ich das so rausholen, ne? Auch so ein bisschen die unangepasste Seite, ja, die dir so ein bisschen auf den Putz haut und sagt, so, hier bin ich, das bin ich, ja. Und ja, da unterstütze ich einfach auf eine, würde ich sagen, sehr liebevolle und manchmal aber auch ein bisschen pushende Art, ja, je nachdem, was es gerade braucht. Genau, und privat beschäftige ich mich schon lange viel mit Männlichkeit, habe viele Trainings besucht zum Thema, also mit Männern, viele Männer-Workshops auch besucht, privat einfach, weil es für mich total am Herzen liegt, so in mir diese Kraft auch, die diese männliche Energie, wo wir auch noch mehr drüber reden werden, irgendwie zu stärken. Und das habe ich habe jetzt auch Workshops besucht, wo Männer und Frauen waren, aber ich habe auch explizit Workshops besucht, wo nur Männer waren. Und ja, es hat mir sehr, sehr viel gebracht für mein Leben und ich mache es auch immer weitermachen. Ja, voll schön. Du hast jetzt schon einige Impulse auch gegeben und ich würde gerne gleich auch auf jeden Fall noch mehr dieses berufliche und männliche Energie sozusagen noch ausführen. Aber vielleicht fängst du erstmal an. Was ist denn überhaupt männliche Energie oder Männlichkeit für dich persönlich? Weil wir verstehen ja irgendwie alle das irgendwie doch ein bisschen anders. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass was man als unter Männlichkeit versteht, eben auch vielleicht auch sehr viel Druck ausübt bei den Männern und dass man gewisse Sachen vielleicht nicht tun darf, wie zum Beispiel weinen, weil es ja doch nicht männlich ist. Und ja, ich denke, dass du da viel zu sagen hast. Ja, gerne. Und ich bin auch sehr gespannt auf deine Definition, weil ja, am Ende des Tages gibt es, glaube ich, nicht die Definition. Ja? Es gibt einfach, was jeder für sich da irgendwo rein, so das in seine Welt irgendwie einordnet.
Und ja, ich glaube, es ist schon nochmal bei mir ein Unterschied zwischen Männlichkeit und männliche Energie. Also jetzt so Männlichkeit würde ich jetzt tatsächlich die Männer drunter ordnen. Und was macht einen Mann aus? Ja, was ist, macht einen Mann männlich? Und ja, männliche Energie würde ich jetzt total sagen, gibt es sowohl in Männern als auch in Frauen. Ja, so wie es die weibliche Energie in Männern und das in Frauen auch gibt. Und ja, und jetzt, um es mal ein bisschen zu definieren, also ich fange mal an mit männlicher Energie, fange ich mal an. Männliche Energie, da muss ich echt erstmal kurz mal, gute Fragen brauchen auch echt ein bisschen Zeit manchmal. Kurz mal männliche Energie. Ich glaube, das ist auch schon das, was ich gerade so ein bisschen mache. So eine gewisse Präsenz verbinde ich damit für mich. So ein Innehalten, so eine gewisse Erdung auch. Ja, und trotzdem irgendwo, schon im Unterschied zur weiblichen Energie, etwas, was dann aber auch voranschreitet und tut, ja, und macht. Und was, es ist eine Energie, die oft dafür sorgt, glaube ich, dass Mann oder Frau etwas erschaffen möchte, vorangehen möchte, in Aktion tritt. Ja. Also jetzt auch mal so rein biologisch gesehen, also Testosteron, ja, das ist ja auch jetzt nicht, dass wir sind alle im Hier und Jetzt und kuscheln und haben uns lieb und sind verbunden Hormon, ja. Das ist das jetzt ist Action Hormon, ja. Auch wenn das jetzt Männer vielleicht mehr haben, glaube ich, ist also dieses Hormon ist jetzt so trotzdem, dass ja, irgendwie beide Energien, glaube ich, sehr ausgewogen sein können in Männern als auch in Frauen. Ja. Und ich glaube, ich könnte mir jetzt noch viel mehr zu sagen. Ich lasse jetzt erstmal so stehen. Ja, sehr gerne. Ja, es gibt ja einen großen Grund, warum ich dich auch hierher eingeladen habe. Und es ist halt unter anderem, weil du für mich halt genau das vertrittst und vor allen Dingen auch eine gesunde männliche Energie, worüber wir auch gerne gleich noch sprechen können. Ja, du hast es eben schon definiert für dich und wir sind uns da sehr, sehr ähnlich in der Definition. Ich sage das halt genauso. Männlichkeit würde ich auch tatsächlich eher mit Männern dann auch in Verbindung setzen und da auch immer unterscheiden zwischen Geschlechteridentität, zwischen Sexualität und all dem. Und dann eben die männliche und die weibliche Energie, die wir eben alle Geschlechter sozusagen in uns haben, nur auf einer Art Spektrum und dann eben in verschiedenen Ausführungen, weil es gibt auch sicherlich diverse Frauen, die halt über ein hohes Maß an Testosteron zum Oh Beispiel ja. verfügen. Also was zum Beispiel, ich habe eine Freundin gehabt, die also einen so hohen Testosteron-Wert hatte, dass man ihr gesagt hat, dass sie nicht schwanger werden kann, was Oh. dann letztendlich dann zum Beispiel auch völlig Blödsinn war, weil sie zwei Jahre später dann zwei Kinder in Folge gesetzt, ja, in die Welt gesetzt hat. Aber ne, das sieht man auch, dass das Hormon natürlich auch nicht den Männern sozusagen vorbehalten ist, sondern dass es eben auch beide Geschlechter haben können. Und für mich ist die männliche Energie, die wie so ein Pfeil auf etwas, ein Ziel gerichtet ist, sehr fokussiert ist. Und wie du es schon gesagt hast, dass es so der Tatendrang ist so da. Ne, ich habe mein Ziel vor Augen und ich gehe auf dem schnellsten, kürzesten Wege so dahin und führe es durch. Und auch Frauen haben eben die Möglichkeit, in diese Energie zu treten. Und das erleben wir eigentlich auch viel durch, ich sag mal, sehr geschichtliche Wandlungen. Ne? Also mit der Emanzipation ist das halt auch einfach immer mehr in Kraft getreten, dass ne, diese, ich sag mal, Geschlechterrollen eben abgelegt worden sind und man freier wurde in diesem Austausch zwischen weiblicher und männlicher Energie. Und um männliche Energie zu verstehen, muss man vielleicht dann auch mal den Kontrast setzen. Was ist denn dann die weibliche Energie, wenn die männliche eben die so nach vorne strebende, zielgerichtete ist? Und ohne jetzt Frauen in irgendeiner Weise zu unterstellen, dass sie nicht auch kreieren können, es ist eine andere Art des Kreierens, es ist eine andere Form des Kreierens.
Und man kann sich das dann vielleicht eher so vorstellen wie so eine Blume, die halt mit ihrem Duft, mit ihrem Sein, mit ihrer Präsenz auch, sage ich mal, betört und die alles manifestiert, indem sie es halt eben zu sich zieht. Sie muss nicht rausgehen, sondern sie zieht es zu sich. Das heißt, es sind bei der männlichen Energie gehen die Pfeile eher raus und bei der weiblichen Energie gehen die Pfeile eher rein. Da würde ich so die Richtung sozusagen unterscheiden. Genau. Ja, ich schweige gerade, weil ich das irgendwie so schön finde. Also dieses, ja, das kommt, wird so angezogen, ja. Es hat, finde ich, was sehr, allein wenn ich dir da so zuhöre, das hat so was Beruhigendes irgendwie. Ne, und ich musste auch gerade so denken, so wer, also in was für einer Phase Frauen ja auch oft so maximal auch ihre weibliche Qualität sehr zielgerichtet einsetzen, aus meiner Sicht, ist jetzt auch, zum Beispiel, wenn sie Mutter werden, ne? Da ist ja auch, also so ein Kind, das ist ja, das braucht ja total viel Richtung und Anleitung und sonst was, aber auch halt total viel gehalten werden und da sein und diese Liebe und dieses im Hier und Jetzt mit dem Kind sein, nicht mit dem Kind in irgendwelchen Zukunftsprojekten sein, ja? Und das finde ich so krass, also da auch dann zu sehen, teilweise, ja, es gibt auch Bereiche, da kommen dann da auch Männer halt nicht hin, ja? Also das ist dann einfach die Frau, die dann da ihre Superpower einsetzen kann, weil sie eine Frau ist und weil sie das so gewired ist und andersrum auch. Und dann gibt's aber eben dazwischen Bereiche, wo beide eben auch sind und beide Energien gut nutzen können. Und Das ist ein super spannendes Thema, was du gerade angeschnitten hast, weil ich habe es jetzt erst vor kurzem nochmal auch erwähnt, ich glaube im Call for Excellence zuletzt, dass ich persönlich und auch mit dem, wie ich eben männliche und weibliche Energie verstehe, tatsächlich die mütterliche Energie als eine sehr männliche Energie definiere. Ja, also ja, wie du es gerade gesagt hast, also dieses Muttersein, Nähe suchen und diese liebevolle Aufmerksamkeit auch schenken, das Zuhören des Kindes und Raum schaffen für das Kind ist definitiv diese weibliche Qualität. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist nicht das, was als Mütter allein machen. Das wäre ja schön und das wäre ja auch schön gechillt, ja. Ich bin auch von einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und da würde ich definitiv sagen, da war die männliche Energie präsenter. Natürlich auch, weil der Ausfall sozusagen des Vaters dann unter einem Dach natürlich auch dazu geführt hat, diese männliche Energie auszugleichen. Aber all diese Struktur, das Organisieren, Kind von A nach B bringen, ja, das ist halt enorm auch diese männliche Energie. Und gerade Mütter, die man sieht, die sehr, ich sag mal, verausgabt sind, sei es jetzt in der Partnerschaft oder auch in der, als Mütter eben in ihrer Funktion, als sich um jemand anderen kümmern zu müssen, sage ich jetzt mal bewusst. Kommt oft dem entgegen, dass sie sich selbst nicht ausreichend um sich kümmern, wo dann eben auch ihre eigene weibliche Energie ein bisschen verkümmert. Und ich glaube, das sehen wir sehr, sehr oft. Frauen, die nicht, die sehr abgehetzt wirken, die halt sehr, sehr stark versuchen, in ihrer männlichen Energie unterwegs zu sein, die haben ihre Weiblichkeit ein Stück weit verloren, die haben keinen Leider. Kontakt dazu. Und das sieht man halt oft bei zum Beispiel alleinerziehenden Müttern. Und deswegen sage ich halt, das Muttersein ist für mich mehr diese männliche Energie tatsächlich. Ja, nee, das kann ich gut verstehen. Ich habe gerade so gedacht, das ist eigentlich krass, weil das kannst du halt auch eine super Parallele ziehen zu Frauen im Berufsleben, finde ich. Das, also Frauen im Berufsleben ist jetzt so ein Begriff, alle Frauen im Berufsleben, aber ich denke jetzt gerade speziell an die, die irgendwie denken, auch ich muss jetzt hier tough sein, ja, ich muss hier mich in dieser Männerdomäne teilweise, je nachdem, wo sie sich so bewegen, muss ich mich also im Prinzip ist ja sehr viele Bereiche Männerdomäne, ja, muss ich mich irgendwie behaupten, ja, und da sehe ich auch oft, also auch jetzt ganz konkret bei Coaches und Trainern und so, wie man zum Beispiel Marketing macht, wie man Vertrieb macht, ja, wie man da irgendwie Kunden gewinnt und so, dass dann Frauen oft so, sich so umgucken, okay, wen kann ich mir denn hier abgucken so? Dann sehen sie teilweise irgendwelche Männer, wie die das so machen, mit irgendwelchen Listen und Strukturen, Action und Dings.
Und dann machen die das auch so, ja, und sind auch irgendwie tough. Und jetzt, sagen wir mal, in der Angestelltenwelt sieht man sie dann eher irgendwie mit Sakko und weiß ich nicht, entweder kurzer Schnitt oder auf jeden Fall nicht die schönen wallenden Haare vielleicht. Und das ist natürlich jetzt nur äußerlich, aber innerlich auch eher so streng halt, ja. Und nicht diese Blume, von der du erzählt hast, auch wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen so ein idealisiertes Bild ist, aber trotzdem so, ne, so dieses Energie, die sowas reinzieht, die da ist, die einlädt. Und ich fände es super schön, wenn das mehr ginge, dass Frauen das sich erlauben können, das auch im beruflichen Kontext ihre Superpower, ja, auch ja, wirklich wirken zu lassen. Und ich weiß auch, es braucht auch die richtige Unterstützung der Männer dafür, dass die Frauen sich da rein entspannen können. Ja. Das machen sie ja nur, sie passen sich ja dann nur an, weil sie das Gefühl haben, es geht nicht anders. Ja. Sonst gehe ich hier unter. Ja. Ja, das erfordert natürlich eine gewisse Balance, weil im Berufsleben, sind wir mal ehrlich, wenn wir auch, wie gesagt, geschichtlich zurückdenken, das Berufsleben war eben männerdominiert und dann fing es damit an, dass Frauen sich im beruflichen Leben durchsetzen mussten und mit dieser Durchsetzungskraft, dieser männlichen Energie halt mithalten wollten. Und in eine Art Wettbewerb gegangen sind. Und das sehen wir halt auch in der Wissenschaftlichkeit, ne? Also auch wissenschaftliche Sprache ist sehr männlich geprägt. Da hatte ich persönlich zum Beispiel meine Schwierigkeiten. Also ich habe mich sehr viel damit befasst in meinem Studium, weil ich gemerkt habe, diese wissenschaftliche Sprache, das ist widerspricht sich zu meinem intuitiven Sein und meiner intuitiven Sprache und meiner bildlichen Sprache. Und inhaltlich war ich quasi immer on top und dann hat es aber immer an dieser wissenschaftlichen Form gemangelt, die halt, wie gesagt, durch diese männliche Energie geprägt ist. Nicht, dass es Frauen sich nicht auch aneignen können, aber es ist eben nicht ihre natürliche Sprache. Und durch diesen durch diesen Wettbewerb mit dem Mann mithalten zu müssen, hatte man gar nicht die Möglichkeit, die weibliche Energie überhaupt wertzuschätzen und dann auch wirken zu lassen, ne, was sich sozusagen aus weiblicher Energie dann auch ergibt. Und da, wie du es gerade gesagt hast, da erfordert es eben auch ein Entgegenkommen von beiden Geschlechtern, dass man versteht, dass auch Mann und Frau verstehen, dass diese weibliche Energie auch eine extrem starke Kraft auch sein kann in der Berufswelt. Beispielsweise, wenn es um Teamleading geht, ne? Also diese Bedürfnisse für alle sozusagen im Blick haben und Teams zusammenführen, ne? Da finde ich, das ist nochmal maßgeblich. Was ich gerade gedacht habe, ist, was ich jetzt mal an dem Punkt spannend fände, drüber zu reden, ist, warum machen wir jetzt eigentlich hier diesen Live-Talk zu diesem Thema? Was ist deine Motivation? Ja, sag ich gerne. Und zwar, da ich natürlich mich hauptsächlich mit Frauen befasse in meiner Arbeit, in meinem Coaching. Klar habe ich auch immer wieder Berührungspunkte mit Männern, aber mein Fokus ist schon sehr, sehr stark auf Frauen gesetzt. Und was mir in meinem Leben begegnet ist und was auch meinen Coaches sehr häufig begegnet ist, ist Verletzung. Ja, die Weiblichkeit, die durch die männliche Energie verletzt wurde. Und man will dann nicht alle Männer über einen Kamm scheren. Aber, also ich habe so ein bisschen so ein Vier-Spalten-System. Also es gibt einmal die weibliche Energie und das ist einmal die empowerte Energie und die toxische weibliche Energie und aber auch die männliche Energie, die empowerte männliche Energie und die toxische männliche Energie. Und häufig ist es in toxischen Beziehungen so, dass die toxische weibliche Energie auf die toxische männliche Energie trifft und sich beißt. Und das ist nicht unbedingt gegeben, dass das die weibliche toxische Energie unbedingt von einer Frau sein muss. Es kann auch andersherum sein. Und momentan haben wir auch eine sehr starke Verschiebung, dass eher die weibliche toxische Energie tatsächlich Männer irgendwie mitbringen und die toxische männliche Energie eher Frauen, weil eben durch diese Verschiebung, durch diesen Wettbewerbskampf, Frauen in ihrer Berufswelt extrem diese männliche Energie hochgeschraubt haben und dann beispielsweise in Partnerschaften es nicht geschafft haben, diese Energie, dieses Durchsetzen und kraftvoll und
runterzuschrauben. Indem sie auch ihrem Partner dann sozusagen eher in ihrer weiblichen Energie dann begegnen. Und ja, das ist so mein Hintergrund, dass wenn ich jetzt auch meine Coaches sozusagen hinbringe in diese empowerte weibliche Energie und auch in die empowerte männliche Energie, dann bedarf es natürlich auch, wenn man jetzt in einer heterosexuellen Beziehung sein möchte, dass diese auch eben entsprechend auf diese empowerten Männer auch wirklich treffen. Und für mich warst du einfach eine, und das war eine, das habe ich dir auch schon persönlich gesagt, das war eine rein intuitive, ich sag mal, Entscheidung oder ein Erkennen, dass Wir du für mich kannten halt. Bitte? uns ja gar nicht. Wir kannten uns null, richtig. Ich habe dich nur kurz im Call for Excellence gesehen. Aber ich habe sofort eben diese für mich empowerte männliche Energie wahrgenommen. Ich habe es, glaube ich, in unserem Gespräch als gesunde Energie auch bezeichnet und auch als göttliche Energie bezeichnet, im Kontrast eben zu dieser toxischen. Genau, so mein Hintergrund. Ja, ich habe mir, als du das mir erzählt hast, habe ich mir so gedacht, es ist auch echt wichtig, bei dieser ganzen Männerarbeit, die ich so mache, immer wieder rauszugehen aus diesem Männerrudel, ja. Und dafür mache ich, aus meiner Sicht, mache ich das dafür, um dann, was ich da lerne, auch in den Kontakt mit den Frauen bringen zu können. Ja. Ja, und deswegen finde ich das hier auch einfach eine super schöne Möglichkeit, ja, jetzt auch mal noch mehr deine Perspektive als Frau auch zu bekommen, und als Coachin auch. Und ja, ich glaube, es braucht einfach wirklich beides. Und wer jetzt auch sagt, ja, nur das eine, nur das andere, für eine Phase, glaube ich, mal gut, auch mal gut, mal nur unter Männer zu gehen, für eine gewisse Phase unter, oder als Frau mal nur unter Frauen. Ist vielleicht auch mal cool, als Mann nur unter Frauen zu gehen. Kann auch bestimmt mal spannend sein. Obwohl ich jetzt bei unserer Gesellschaft eher sagen würde, dass erstmal nur unter Männer gehen dran ist für die Männer. Weil am Ende des Tages, ne, also ich bin jetzt auch mit einer alleinerziehenden Mutter größtenteils aufgewachsen. Dann gab es Erzieherinnen, ne, im Kindergarten, in der Grundschule gab es dann Grundschullehrerin und fast nur Grundschullehrerinnen auch. Gymnasium ging es ähnlich weiter. Das heißt, natürlicherweise wachsen sehr, sehr viele Männer heutzutage mit sehr vielen Frauen auf, einfach. Und die Männer fehlen. Ja, so. Die Väter fehlen, aber auch die männlichen Vorbilder. Und oft sind die sogar physisch anwesend, jetzt zu Hause vielleicht. Ja. Da ist der Papa dann da. Aber oft eben nicht emotional so anwesend, wie es gebraucht werden würde. Und ich sage jetzt nicht, dass alle Mütter immer emotional anwesend sind, aber Fakt ist, glaube ich, schon, was ich so beobachtet habe, auch bei anderen, ist nicht nur in meinem Leben, dass ja, gerade diese männliche Vorbildsrolle einfach fehlt. Und das braucht dann oft ein Nachnähren später, wenn wir erwachsen sind, von beiden Seiten, auch gerade bei den Männern mit den Vätern auch, um ja, da auch mehr in Balance zu kommen, finde ich, irgendwie. Und das profitieren jeder von, ich spreche jetzt nur von mir, profitiere ich im beruflichen Bereich von, wie ich da auftrete, wie ich mich da gebe, wie ich da auch mit Herausforderungen umgehe, ja, mit Ängsten. Wir können ja vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen konkreter werden, ein paar Beispiele machen, sonst reden wir auch sehr viel theoretisch. Und auch in der Liebe, ja, und in Beziehungen. Das, ja, immer wieder ich merke so, es braucht einfach beides und es braucht auch die männliche Energie. Ja, also gerade in Bezug auf Partnerschaft und was so diese, entschuldigt bitte, falls ihr das im Hintergrund hört, bei mir sind Bauarbeiten dran. Eigentlich sollen die nur malen, die Männer, die Bauarbeiter hier, aber anscheinend hämmern die Farbe bei mir an die Wände. Ich Na gar weiß nicht. Ich ja es. nichts. Gut. Auf jeden Fall, was so ein konkreter Fall zum Beispiel, der mir immer wieder auffällt, ist, dass Männer als verweichlicht wahrgenommen werden in Beziehungen, dass Männer eben auch zu stark in dieser weiblichen Energie sind und dann auch sehr, sehr stark angeleitet werden möchten oder halt eben nicht in diese Taten, in den Tatendrang kommen. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Date an. Ja, also
Eine typisch männliche Energie wäre dann eben derjenige, der plant, der macht und der sozusagen die Blume, sag ich mal, ausführen will, ja? Und dann ist es egal, ob Mann oder Frau, aber wenn das eben im Gleichgewicht ist, ja? Also männliche Energie trifft auf weibliche Energie. Das funktioniert nur so. Aber wenn die Frau die männliche Energie mitbringt und der Mann die weibliche Energie und die Frau aber die Erwartung eigentlich hat, sie möchte gerne in ihre weibliche Energie kommen, und oft passiert es ja unbewusst, ja, und es passiert oft in Form von Meckern, von wegen so, ja, nie gibst du dir Mühe, bringst mir keine Blumen oder führst mich nicht aus oder, ne? So dieses, ich sag mal, Klischee auch eigentlich schon fast. Das liegt genau daran, an dieser Disbalance. Ja, also ich finde es immer wieder schön. Also ich sehe es auch bei meinen Coaches zum Beispiel, die das immer wieder so nochmal betonen, dass Frau, wenn sie im Berufsleben ist, dann auch gerne ihre männliche Energie sozusagen anschalten kann und let's go und Fokus und ihr Business an den Start bringt. Aber wenn sie wieder heimkommt, dass sie dann auch wieder in ihre, es ist eine kreative, kindliche, spielerische Energie, diese weibliche Energie, die dann auch mal loslassen kann und locker ist. Ja, und wenn man aber zu Hause dann halt auch, ne, weiterhin so diesen Dirigenten spielen will, dann verschreckt das auch den Mann, ja? Und das bringt den halt mehr und mehr so in diese weibliche Energie, und dann verschiebt sich was, und irgendwie verstehen beide dann nicht, wo das Problem ist. Problem ist halt, wie gesagt, wenn beide diese männliche Energie mitbringen, weil dann wird die Beziehung zum Kampf. Dann gibt es eigentlich nur Auseinandersetzung, weil jeder sozusagen das Ruder übernehmen will, ne? Aber Und nicht die gesunde Männlichkeit, ne, in dem Fall jetzt. Also ich glaube, wenn ein Mann, also ich erlebe es jetzt bei mir, ich kann irgendwie von mir sprechen, also wenn ich in Beziehungen tatsächlich geerdet, klar und irgendwie straightforward da bin, ja, dann erlebe ich es, dass jetzt, also ich glaube, in all meinen Beziehungen bisher war das so, dass dann die Frau wirklich das genießt und dass sie einfach so merkt, so, ah, toll, ja. Der ist da und ja, kann jetzt hier einfach sein so und kann den auch, was weiß ich, necken oder da jetzt irgendwie den herausfordern, aber der ist da so, ja? Oder ich kann traurig sein oder mich einfach ausruhen oder was auch immer, der ist da und dann ist das was glaube ich, also wo automatisch wie so, weiß gar nicht, wie einfach irgendwelche Elemente, so wenn dieses Element so kommt, dann kommt das, kann das alle andere Element so, oh, ja, sich so entspannen. Und genau, aber wenn tatsächlich da eher sowas, ja, Ungesundes drinsteckt, toxisch vielleicht, was bestimmen möchte oder was vielleicht, glaube ich, eher Angst, ja, Angst hat vor allem und deswegen die Kontrolle haben möchte, ne? Was Angst, ist klar, dann knallt's. Also. Ja, und das, was du gerade beschrieben hast, da war bei mir direkt so ein, ach ja. Und zwar, weil die männliche Energie dann als Rahmen fungiert. Und wenn ein Rahmen gesteckt ist, dann kann eben die weibliche Energie innerhalb dieses Rahmens sein, sich zurückfallen lassen, anlehnen, vertrauen und sich auch öffnen. Ne? Und in dem Moment, wo diese männliche Energie eben in dieses Toxische fällt, aus diesem Rahmen geben halt in eine Kontrolle wird, ein Festhalten wird, ne? Dann erdrückt es auch diese weibliche Energie sehr, sehr stark. Und das ist eben aus, wie du es gerade schon sagtest, aus einer Angst heraus, aus Selbstzweifeln, aus Minderwertigkeitsgefühl, ja, als aus Komplexen heraus, die das Ganze kippen lassen. Und du hast ja eben auch das Thema Eltern, Väter zum Beispiel auch angesprochen, dass oft Männer fehlen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, so, ja, woher kommt es denn, dass Frauen dann eben eher in diese Rolle fallen als Ernährer und Versorger, und Männer sozusagen sich aus der Verantwortung ja auch dann ziehen. Ne? Hat das eben auch damit zu tun? Also es ist diese Kettenreaktion, fehlende männliche Vorbilder. Und
wie können wir das jetzt sozusagen aktiv auch entgegensetzen? Weil bedarf einfach ein Wandel. Ich sage ja immer, die Zukunft ist weiblich, aber die Zukunft kann nur weiblich sein. Und damit meine ich auch die weibliche Energie eben, wenn die Männer und die männliche Energie eben das unterstützend auch, ne, schützen und formen und mit Raum geben und den auch halten, diesen Raum. Voll. Also die Antwort ist sehr simpel aus meiner Sicht. Dass ein Mann für eine Frau da sein kann, ja, muss er erstmal für sich selber da sein können. So. Und wenn du früher keinen hattest, der so richtig für dich da war, vor allem vielleicht kein männliches Vorbild, ja, dann wird es dir sehr schwer fallen, später selber dieser Mann zu sein, der da ist. Ja. Und ich glaube, in einer balancierten Beziehung hat auch die Frau immer wieder Momente, wo sie in die männliche Kraft gehen kann und dann auch mal für den Mann da sein kann, wenn der gerade was braucht. Ja. Kannst du dieses für den Mann da sein oder auch für den Mann, wie kann er für sich da sein? Was meinst du damit genau? Ja, genau. Und also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dieses, ich habe vorhin gesprochen von Nachnähren, weil ich glaube, wenn du aufwächst, dann sind deine Eltern, die geben dir jetzt nicht nur physische Nahrung, ne, sondern auch emotionale Nahrung, die du brauchst. Ne. Es gibt ja diese Versuche mit Kindern, die einfach nur gefüttert wurden und sonst völlig liegen gelassen wurden, die sind ja gestorben, weil die brauchen die emotionale Nähe. Und so ist es ja da eben auch, dass wenn du nicht genug diese emotionale Nahrung bekommen hast in der Kindheit, dann hast du einfach da ein, ja, es ist ein Loch, es fehlt was und gleichzeitig möchte ich das nicht als schlecht bezeichnen, weil es macht dich zu dem oder zu der, der du bist. Ja? So, und gleichzeitig ist es aber ganz wichtig, dann sich ein Umfeld zu schaffen, Stück für Stück, als Erwachsener oder als Jugendlicher schon, je nachdem, wie früh man es merkt, dass da was fehlt und dass man was braucht und dass es Hilfe gibt, indem ich diesen Support bekomme, indem ich Menschen habe, wo ich merke, ah, hier kann ich einfach loslassen. Hier kann ich einfach sein. Hier kann ich mit meinen Problemen wirklich kommen, mit meinen Themen, die mich beschäftigen. Und klar, ne, wer sind solche Leute? Solche Leute sind Therapeuten, solche Leute sind Coaches. Solche Leute können auch richtig gute Freunde sein, in denen ich diese Qualität spüre, und die mir signalisieren, dass sie da jetzt in einem gewissen Moment vielleicht mal für mich da sein wollen. Ja. Aber ich glaube, wirklich auch so eine professionelle Begleitung einfach ganz wichtig. Und für mich, in meinem Fall war das in den letzten Jahren auch viel, unter Männer zu gehen und unter Männern irgendwie zu lernen, wer bin ich eigentlich als Mann? Ja? Und wie sind denn die anderen Männer? Und was ist denn hier überhaupt Männlichkeit? Und da kann man jetzt 10 Stunden drüber reden, aber am Ende muss man es erfahren, ja? Erleben. Und so passiert das für mich. Du hast jetzt gesagt, du hast mich irgendwie so als diesen, ist das genannt, irgendwie, ja, Mann, der irgendwie diese männliche Energie verkörpert, so wahrgenommen. Ich will schon sagen, ich habe das sehr gestärkt in den letzten Jahren und es ist auch immer noch ein lebenslanger Weg irgendwo. Und gleichzeitig, ja, in den letzten Jahren diese viel Arbeit auf Männerseminaren, wo alles Mögliche gemacht wurde, ja, also von ganz ehrlichen Gesprächen am Lagerfeuer, wo ich mal wirklich so, was ja Männer auch selten machen, die ich so kenne von früher, mal wirklich darüber reden, was ist so richtig schwer im Leben, was waren so Erlebnisse vielleicht, die wirklich schwierig waren, was ist jetzt gerade schwierig, und dann so zu sehen, ah Wahnsinn, die sind ja total verletzt teilweise und total verunsichert und suchen total irgendwie nach was und brauchen irgendwie Orientierung. Ah, mir geht's genauso, ich bin ja gar nicht so falsch. Ja. Das zu merken, das hat schon so ein bisschen was beruhigt in mir. Das immer mehr zu merken, zu sehen, immer mehr so in mir so ein Gefühl erbracht, so, ah, okay, ich bin okay, so wie ich bin. Ja. Und da sind Leute, die sind für mich da auch. Ja. Und dadurch immer mehr diese Sicherheit gewonnen. Und Stück für Stück, fast schon unmerklich, in manchen Situationen dann sehr merklich, konnte ich dann diese Ruhe und dieses Vertrauen in mich selber auch in Beziehung mit anderen Menschen
jetzt mit meinen Klienten, aber auch in Beziehung, in einer Liebesbeziehung, war das dann einfach da. Ja? Dann konnte ich dann am Date, in der festen Beziehung, egal was für Situationen, ging das dann. Ja? So. Und ich glaube, als letzte Sache, die ich dazu noch sagen will, ist gerade dieses Bild, der Mann muss so da sein, ja. Das ist, glaube ich, gerade jetzt bei den Generationen jetzt gerade, auch schon immer, aber ich glaube jetzt gerade bei den männlichen Generationen sehr auch ein Riesendruck. Ja, weil es ist, obwohl wir jetzt hier alle mit Spiritualität und offen und pipapo, also in meinem Leben war das noch total und ist es immer noch da, dieses, der Mann sollte eigentlich der sein, der irgendwie den Raum hält und der irgendwie da ist. Und das hat mich auch in den letzten Jahren ganz schön umgeworfen, ja, teilweise überfordert. Und in Beziehung auch. Und da lerne ich aber jetzt gerade noch total so, boah, wie kann ich mit diesem Druck umgehen? Wie viel möchte ich mich da aussetzen? Wie viel kann ich? Und ja, also das ist ein ongoing Topic. Ja, ich denke auch, dass da wirklich die größte Wunde liegt in dem Zusammenkommen der beiden Geschlechter, dass es eben, dass die Frau auch, und jetzt meine ich auch wirklich ganz besonders Frauen, das auch mal anerkennen dürfen, dass dem Mann zu viel Druck aufgebaut worden ist, dass daher auch ein bisschen diese Flucht zurückzuführen ist. Weil wenn der Mann, wie du es gerade sagtest, sich eben kümmern muss und den Rahmen schaffen muss, aber selbst diese Verunsicherung hat und selbst quasi gar nicht so wirklich fest auf eigenen Beinen steht, dann, wenn er diesen Raum für sich selber nicht schaffen kann, wie soll er dann den Raum für andere schaffen? Und diese Verletzlichkeit auch beim Mann zuzulassen, dem auch Raum geben zu können als Frau und vor allen Dingen, meine ich jetzt auch als Frau, Mutter, die dann vielleicht auch gewisse Erwartungen hat an ihren Partner. Und da sehe ich halt das meiste, dieses, ja, wenn der Mann halt nicht dann seiner männlichen Rolle sozusagen auch nachkommt, dann ist er halt ein Weichei, wenn er weint und damit auch der Frau sozusagen Angst macht, wenn er weint, weil er irgendwie Sorgen wegen irgendwas hat, dass das dann die Frau so, ihr so Angst macht, dass sie dann auch oft in Aggression auch reagiert. Also das konnte ich wirklich sehr, sehr häufig beobachten. Und dann ist es für mich eine meiner Aufgaben oder das, was ich auch sehe, wo die weibliche Energie sozusagen der männlichen ein bisschen entgegenkommen darf, Verständnis zu haben, Verständnis zu haben und das auch zu erlauben, dass der Mann nicht immer hart und stark und ne, da sein muss, sondern halt auch diese Verletzlichkeit haben darf, dass die sich auch eben verwundbar zeigen können, dass sie auch Räume haben, wo die miteinander auch teilen, was ja schon immer sehr stark auch den Frauen eben zugeordnet wird, ne? Also, dort ist es eben auch gesagt, wenn Männer zusammenkommen und einfach teilen, das ist so heilsam ja auch. Und bei den Frauen ist es ja nichts anderes. Wenn Frauen zusammenkommen und vor allen Dingen auch im Kreis, so dieses im Kreis teilen miteinander, da passiert immer Heilung auch. Also das ist, es ist was Besonderes. Und sowohl die Männer, wenn sie zusammenkommen, als auch Frauen, wenn sie unter sich zusammenkommen, das ist wie so ein heiliger Space einfach. Ne? Da passiert was, was auch sehr, sehr wichtig ist für die jeweiligen Geschlechter, um dann wieder dem anderen zu begegnen. Also, weil es ist für mich immer wie so ein Akku aufladen. Ja, für mich vertrittst du eine gesunde männliche Energie deswegen, weil du in Einklang bist mit deiner weiblichen Energie. Ja, für mich ist ein Mann, der so diese typischen männlichen Klischees irgendwie bedient, halt nicht wirklich der Mann wegen Status oder körperlicher Kraft oder sonst irgendwas, sondern eben dadurch, dass er in dieser Balance ist und beides beinhaltet. Danke, es kommt an. Ich glaube, Gab dass es es super eigentlich. wichtig ist, Männern auch Komplimente zu machen und sowas zu sagen, auszusprechen, weil
Ne, du hast jetzt ein wunderschönes Lächeln auch gerade im Gesicht. Ja, und es ist halt einfach total schön, auch Männer zu sehen, diese stolze Energie dann auch, die aufkommt. Da blüht der Mann auch auf. Ja, und wenn der Mann aufblüht, dann möchte er ja auch, ne? Also dann möchte er ja auch, sag ich mal, sich um seine Blume kümmern oder was auch immer, ne? Also den Gärtner dann spielen, die Form geben, weil er diese Anerkennung auch bekommt. So, boah, toll hast du das gemacht. Danke, dass du, keine Ahnung, heute im Haushalt geholfen hast. So, ne? Das vergessen wir oft. Gab es eigentlich Fragen, die irgendwie reingekommen sind von Leuten? Siehst du mal, da sind noch viele reingekommen. Ich habe das alles gar nicht gesehen im Chat. Ich meine, wir haben jetzt heute noch nicht gesagt, dass man Fragen stellen kann, aber vorher mal. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da macht. Aloha, Olli. Ah, das war der Olli, den du eben begrüßt hast. Na. Schön. Oh, Christian Ulz ist am Start. Paula, Benedikt, Sina. Einige hier. Ja, packt uns gerne Fragen Jo. in die Kommentare unten rein. Also es gibt ja auch diese Funktion, wo man Genau, Fragen. provokante Fragen gerne auch. Oder schwierige vielleicht. Oder irgendwie das, was man auch nicht so einfach beantworten kann mit so und so ist es. Das fände ich auch mal. Vincent macht uns direkt eine Challenge. Ja, so. Schwierige Fragen. Ja, ich hatte auch ein paar Fragen tatsächlich auch vorbereitet, aber wir sind auch ja, stark schon auf viele eingegangen. Ich hatte eben, glaube ich, eine der Fragen zurückgestellt, und zwar, wie du zum Beispiel diese männliche Energie auch in deine Arbeit, in deinen Beruf sozusagen auch stärker einbringst. Da vielleicht noch mal was zu sagen? Ja. Das ist ganz spannend. Also, wie ich die männliche. Also ich glaube, ich werde das so beantworten, wie ich die weibliche und die männliche Energie einbringe, dass man das so ein bisschen im Kontext sieht. Also ich glaube, so dieses therapeutische oder Coaching, wo so ein Raum gehalten wird und ich einfach da bin für die andere Person, die so spürt, ah, ich werde hier nicht verurteilt. Ich darf einfach sein, wie ich bin. Der andere ist wirklich bei mir, der hört mir wirklich zu. Ja? Der kriegt mich mit, so, auch wenn wir da sitzen und schweigen, der kriegt mich mit. Ja? So, das ist es, dass die andere Person so in mir auftaucht, wirklich. Und die so spürt, die so richtig spürt, dass sie auftaucht. Ja? So, das ist, glaube ich, eine sehr weibliche Energie. Ja? Eine sehr weibliche Kraft. Und das ist ein großer Teil von meiner Arbeit, muss man sagen. Ja? Und was dann aber auch total dazu kommt, und ohne das wäre es nicht das, was es ist, ist der Teil, wo ich auch mal herausfordere, ja? Und wo ich irgendwie sage, so, ich wäre dafür, dass wir jetzt mal hier ein Gespräch führen, mit deiner Angst zum Beispiel. Ja? Und dann mache ich so ein bisschen aufstellungsmäßig, wenn ich dann zum Beispiel die Angst davor rauszugehen mit der eigenen Sache oder die Angst davor, was auch immer zu machen. Und dann irgendwie sind wir da so in Interaktion, ja, und ich merke schon, das ist irgendwie herausfordernd und ich traue das einer und einer anderen Person zu. Ja? Ich gucke dann schon auf, wie reagiert die und so, aber das ist auch so ein bisschen dann so was hat so was Herausforderndes vielleicht, ja. Und das würde ich jetzt einfach mal, ohne dass ich weiß, ob das so ist oder nicht, intuitiv sagen, würde ich jetzt dann vielleicht eher so ein bisschen als diese männliche Energie beschreiben. Ja? Und dann auch ganz konkret, wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel, also ich habe ja auch Kunden, die sagen, ich möchte jetzt hier meine Website launchen in 1,5 Monaten oder in 2. Und dann sage ich, gut, dann machen wir jetzt mal einen Plan. Was brauchst du alles für? Ja? Was sind die Schritte dahin, die ganz konkreten Schritte? Was sind die größten Herausforderungen auch? Also, dass es wirklich dann mal so richtig konkret gemacht wird. Und dann haben wir so einen Plan, okay, das braucht es hier, A, B, C, D. Und auf dem Weg dahin. Ne? Bin ich dann auch immer zwischen den Sessions teilweise dabei, sag, hey, hast du es gemacht? Wie sieht's aus? Brauchst du noch Unterstützung und so? Also auch dann da so ein Dranbleiben teilweise, ja? Und irgendwie so ein bisschen Commitment auch. Auch wenn die Person mir gegenüber nicht committed ist. Ja, mir ist es am Ende egal, weil ich bin der Coach. Die müssen für mich keine Website machen. Aber wenn er sagt, ich brauche das, dass da jemand sich meldet und sagt, wie sieht's aus und so, dann sage ich, I do it. Ja? So. Und auf dem Weg kommt dann immer wieder auch die weibliche Energie.
Ne? Weil dann irgendwie kommt wieder Angst hoch oder dann kommt irgendwas und dann arbeiten wir damit und dann kommt es dann nach Raum, wo ich auch wieder irgendwie einfach sein kann. Und dann entsteht, wie du es auch vorher gesagt hast, aus diesem sich entspannen, entsteht dann wieder so ein, ich hab Bock, jetzt habe ich Bock. Ja? So, wenn dann Ja. mal die Traurigkeit oder die Angst oder die Scham wirklich mal Raum bekommen hat und ja, man sich irgendwie so entspannen konnte und wieder so spürt, so, ah, Wahnsinn, ich bin okay, so wie ich bin, es hat alles seinen Sinn, ich bin nicht komisch, ich bin nicht falsch, ja. Ich bin gut, wirklich gut, so wie ich bin, also das spürt, ja. Dann kommt meistens automatisch diese Kraft, die sagt, ja, okay, und ich habe Bock, hier was zu machen, ne? Ja. So. Oft ist es Wutkraft, die uns das so bringt, nach vorne zu gehen, was umzusetzen. Ja. Ja, was ich daraus verstehe, ist vor allen Dingen viel das, was du am Anfang beschrieben hast, dass es erstmal diese Begegnung ist, das gesehen werden, die Sichtbarkeit, die du auch sozusagen als Coach dann auch deinem Coachie sozusagen gibst. Und dann immer so ein Wechsel zwischen Fürsorge, man ist versorgt, die Bedürfnisse, Emotionen, Gedanken, dafür wird gesorgt. Und gleichzeitig auch, wenn du versorgt bist, dann können wir dich jetzt auch herausfordern. Also ein Voll. Safe Space schaffen und dann dich wieder sozusagen raus aus der Komfortzone schicken. Also es ist immer so dieser Wechsel dann, ne? Und oft fordern sich die Leute von ganz alleine raus. Also da brauchst du dann gar nicht viel herausfordern, dann sind die so, ja, hä? Ich will jetzt loslegen, ja. So. Und dann gebe ich vielleicht ein bisschen Orientierung oder so oder sag, wir könnten jetzt so helfen bei der Strukturierung oder so. Ja? Aber Bock. Dieses, das ist ja auch bei Kindern. Also die haben ja von ganz alleine Bock, die Welt zu erobern. Ja? Die sagt man nicht, hier, wie wär's? Ich habe eine Challenge für dich zu sagen. Ich habe 1 Million Challenges für mich selber. Ja? Ja. Und das ist ja auch in uns noch angelegt, wenn wir dann wieder in diesen Zustand des natürlichen Erforschens und Spielens reinkommen. Ja? Da haben wir Lust drauf. So. Ja, die Lust ist auch ein schönes Stichwort auf jeden Fall, weil wenn wir so an männliche Energie und also wir haben jetzt diesen beruflichen Teil abgedeckt, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Beziehungen gesprochen, aber jetzt, wenn ich so an die Lust denke, dann denke ich halt auch an, weil klar, wir, also jetzt mit meinem Yoga-Hintergrund denke ich halt auch stark eben an sexuelle Energie, Lebensenergie. Das ist für mich halt eins zu eins das Gleiche. Und wenn wir von heterosexuellen Beziehungen sprechen, dann trifft ja auch die männliche Energie und die weibliche Energie, treffen ja eben in dieser sexuellen Energie auch aufeinander, auf Geschlechter treffen aufeinander. Und diese Luststeigerung ist ja auch etwas Wichtiges, dass jemand sozusagen selber Lust aufs Leben hat und dann aber auch Lust auf den anderen. Weil wenn da ja irgendwas im Ungleichgewicht ist, ist es ja auch in einer Beziehung dann zum Beispiel, schlägt sich das ja dann auch oft auf die Sexualität an. Das habe ich einen ziemlichen Bogen gespannt, aber ich hoffe, es hat trotzdem Sinn gemacht. Vielleicht machst du mal ein Beispiel aus deinem Leben oder von einer Klientin, die geheim gehalten wird. Wenn wir zum Beispiel an Männlichkeit denken und wenn wir an die Lust denken, dann, wenn wir an dieses Ungleichgewicht zum Beispiel denken, dann ist es halt oft, dass, also ich habe gerade einen Tantra-Kurs auch belegt, deswegen beschäftigt mich das wahrscheinlich einfach auch nochmal stärker, Ja. aber dass auch Männer zu wenig den Raum bekommen, zu sagen, sie haben keine Lust. Ja, weil auch da auf diesem Lebensbereich ja ein gewisser Druck herrscht auf den Mann, ne, gewisse Leistungsfähigkeit an den Start zu legen und auch da, dass der Mann dann vielleicht emotional dann auch nicht gehalten wird von der Frau, sondern eher mit Druck kommt, mit Enttäuschung kommt, was der dann noch mehr sich dann auch auf die Lust des Mannes zum Beispiel auswirkt. Und auch da ja, mit mehr Verständnis auch eben von der weiblichen Seite aus zu reagieren. Und ja, andersrum, bei der Frau und der fehlenden Lust würde ich halt sagen, dass es, wenn sie zu wenig in ihrer weiblichen Energie ist, dann hat sie eben wenig dieses Spielerische, dieses ja, weibliche, was auch begehrt werden will.
Ja, also und jetzt denke ich halt wieder an so die Mama, die sich halt um ihre Kinder kümmert, irgendwie weiß selber gar nicht mehr, wann sie zuletzt geduscht hat. Und dann kommt der Mann an und will vielleicht mit ihr schlafen und dann ist es halt so das Letzte auf ihrer Liste. Ne? Also das sind so für mich sehr konkrete Beispiele. Und ich spreche die deswegen an, weil ich halt weiß, dass das für viele einfach Thema ist. Und es ist ein, ich sag mal, für mich ein Herzensthema, weil ich diesen Themen so häufig auch im Freundeskreis einfach begegne. Und es mich wirklich erschüttert, von Menschen zu hören, dass sie teilweise jahrelang keinen Sex in der Beziehung haben. Und das ist etwas, was mir Besorgnis einfach auch erregt. Und wie gesagt, wenn wir an die Zukunft von der männlichen und weiblichen Energie und von den Geschlechtern auch einfach und diesem Zusammenkommen, sei es jetzt im Berufsleben als auch in der Beziehung und dann natürlich auch im Bett, weil diese Harmonie, diese Balance auch da eben zu finden ist. Und deswegen ist mir das einfach wichtig, das auch hier in diesem Gespräch. Vielleicht knüpfen wir da auch ein andermal nochmal dran an. Oh, yes, wir haben einen Kommentar und finde ich super. Dankeschön, Nils Starboy sagt wahre Worte von ihr, sehr gut beschrieben. Vielen, vielen Dank. Also es finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil das ist jetzt so sozusagen der erste inhaltliche Kommentar auch. Das heißt, es ist halt wirklich so dieser, das resoniert mit jemandem. Ja, das resoniert und man erkennt es wieder. Und ich glaube, dass wir halt mehr sprechen müssen im Schlafzimmer oder wo auch immer ihr Menschen miteinander Sex haben, dass mehr in die Kommunikation gegangen wird. Ich kann noch eine Vielen kleine Dank. Geschichte erzählen, wenn du Lust hast. Bitte? Ich könnte eine kleine Geschichte dazu erzählen aus meinem Leben. Ja, bitte. Also, in meinem Leben war das auf jeden Fall total Thema mit der Lust. Ja? Und um es so mal konkret zu sagen, zum Beispiel muss es gar nicht mal in der Beziehung nur sein, kann auch, aber kann auch bei One-Night-Stands oder bei einer Romanze oder was auch immer sein, ganz konkret jetzt einen hochbekommen. Ja? Dass ich das öfters erlebt habe, dass irgendwie relativ schnell ging alles mit dem Kennenlernen oder der gerade bei One-Night-Stands oder so und aber auch bei Situationen, wo ich eine Frau über Tage lang richtig intensiv kennengelernt habe und dann kommt da so ein Drucker, so weil jetzt kommt's drauf an, ja jetzt ist hier Jetzt der musst du Moment, beweisen. ne, jetzt muss man irgendwie und ich habe es vorhin gesagt, also in meinem Leben hatte ich viel damit zu kämpfen, so dieser Druck, ich muss den Raum halten, ich muss der Mann sein, der da ist. Und natürlich auch dann im Bett. Ja? Und dieser Druck, ich sage nicht, dass die Frau mir den gemacht hat, das sage ich gar nicht. Aber ich habe den in mir gespürt einfach. Ja? Und ich glaube, das ist ein kollektives Ding, das ist einfach sehr, sehr, also ich weiß auch von vielen Freunden, andersrum, also ich kenne fast keinen Freund, bei dem es nicht so war, dass es diese Momente gab, wo man dann irgendwie so angespannt ist, ja? Und irgendwie denkt, man muss jetzt irgendwie hier leisten oder so. Dass man dann natürlich keinen hochkriegt, weil das passiert normalerweise dann, wenn du entspannt bist und wenn du entspannt bist, kommt die Lust, ja. Und wenn du halt angespannt bist und irgendwie denkst, oh krass, ich muss jetzt hier irgendwie was beweisen, was leisten, nicht mal vielleicht kognitiv, ne, aber irgendwo tief drin, das so spürst, so Es hat ein ja bisschen was dann. von, ich muss jetzt meine Männlichkeit beweisen, Ja, oder? also ich glaube, also damals in der Situation, wo das passiert ist, da habe ich eine Frau irgendwie kennengelernt, habe die irgendwie 3, 4 Tage lang intensiv kennengelernt, viel geredet und so. Ich habe mich auch in sie verliebt und so. Und dann kam es dazu, dass wir Sex haben wollten, ja? Und es ging einfach nichts bei mir, weil und es war nicht damals. Hättest du mich damals gefragt. Ja, hat es damit zu tun, dass du deine Männlichkeit beweisen willst, hätte ich gesagt, nee, ja, wie, so, weil ich habe das nichts davon, das ist so richtig bewusst passiert damals. Ne? Ich habe einfach nur gemerkt, so krass, geht nicht. Ja? Und ich glaube, es hat dann ein bisschen gebraucht, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, ja, wow, ich war einfach angespannt und auf diese Weise geht's nicht. Und dann habe ich, wo ich das immer mehr reflektiert und gemerkt habe, war dann der Weg immer mehr zu merken, ah, ich bin gerade angespannt, anscheinend brauche ich noch mehr andere Dinge hier im Kontakt, damit ich mich entspannen kann. Und es noch viel zu früh, Sex zu haben. Und was hat total geholfen im Kontakt? Genau das, was du gesagt hast, das anzusprechen zum Beispiel. Zu sagen, ey, ich bin gerade voll angespannt, bevor es überhaupt ins Bett geht oder so. Ja? So, ey, ich bin gerade irgendwie
Boah, ich denke irgendwie gerade, also ich bin richtig angespannt und weil auch irgendwie, ne, was auch immer da so ist. Das kann man ja auch in Momenten machen, wo das vielleicht auch irgendwie dann, muss jetzt nicht direkt am Anfang vom ersten Date sein, kann man machen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, jetzt ist es wichtig, ne? Weil sonst reden wir hier weiter und machen Sachen, aber unten drunter ist eine Anspannung und dann verbringt man zwar Zeit miteinander und so, aber was für eine Zeit, was für eine Qualität von Zeit. Ne? So. Und das Unausgesprochene lastet eben im Raum. Das steht zwischen einem. Voll. Was hat da jemand gerade geschrieben? Ja, es wurde einiges geschrieben. Ja, ich lese nochmal. Ja. Ja. Also, Richie Pitchy schreibt, ja krass, das hat Viktor Frankl auch so in seinem Buch beschrieben und Hyperreflexion genannt, so ein eigener Leistungsanspruch, heftig. Ja, genau, ja, weil du redest ja in deinem Kopf die ganze Zeit mit dir selber, ne? Das ist ja so irgendwie so, ich müsste eigentlich, ich bin aber so, müsste aber eigentlich anders und so und ja, Und voll. dadurch entsteht natürlich auch die Erwartung, ne? Ja, Voll. und damit der Druck. Ja. Und also, und ich habe jetzt Jahre, noch eins, ich habe Jahre später mit dieser Frau von damals, von der Situation drüber gesprochen, weil ich die wieder getroffen habe, glücklicherweise. Und weißt du, was die gesagt hat? Die hat gesagt, ja, ich dachte, du hast gar keine, einfach nur keinen Bock auf Sex, weil du bist dann so irgendwie ins Badezimmer gegangen und dann dachte ich so, der hat keine Lust, ne? Und ich so, nee, ich habe keinen hochbekommen. Ich habe das gar nicht, also das hat die gar nicht mitgekriegt anscheinend, weil mir so Sie peinlich kommt war. so an, Ich ja. habe mich so geschämt in dieser Situation. Ich habe es irgendwie so gedacht, ich bin falsch deswegen, dass ich das so versteckt habe, dass das Thema nicht mal ansatzweise besprochen werden konnte und natürlich deswegen auch komplett unaufgelöst mitgenommen wurde erstmal. Ja. Oft, ne? Bis dann irgendwann mal drüber gesprochen wurde. Also das, ja. Ja, toll, dass ich das dann auch so auflösen konnte. Wir haben hier noch einen zweiten Kommentar von Angel Angela. The Beer. Ja. Die Frau macht sich auf der anderen Seite Druck. Warte, jetzt hat sich da bei mir was verschoben. Er findet mich nicht attraktiv und das macht dann beim Mann auch wieder Druck. Ja, absolut. Da ist das Problem von Ablehnung. Ja, also in dem Moment, wo der Mann kein Hoch bekommt oder das Gefühl hat, nicht leisten zu können, fühlt sich die Frau abgelehnt und oder abgewiesen, weil sie glaubt, das hat mit ihr zu tun, dass Ja. er sie nicht findet. Und das ist wirklich auch höchst problematisch, weil dann dieses Missverständnis sozusagen sich hochschaukelt, ne? Und da sind wir dann auch wieder, je nachdem, wie die Frau dann auch mit dem Frust umgeht, kommt es dann manchmal auch zu extremer Aggression auf Seiten der Frau. Ja, und dass sie vielleicht dann den Mann auch zum Beispiel mit dem Wort Schlappschwanz auch zum Beispiel bezeichnet, was halt dann genau diesen Dominoeffekt kreiert, ne? Und das ist halt so, dieser Schmerz, da dann auch wieder rauszubrechen, das ist so enorm. Und da haben wir uns wirklich über Generationen und über Klischees und so weiter und so fort, diese wirklich starke, große Löcher irgendwie gebaut. Und das ist halt wo es das Scheitern wirklich vorprogrammiert ist. Ich würde auch gerne noch ein paar Beispiele bringen. Und zwar gegenteilige Beispiele, wie es aussehen kann, wenn der Mann glaubt, er müsste jetzt die Frau verführen und diesen Druck spürt und dann irgendwie Anstalten macht. Ja, also ich hatte das zweimal in meinem Leben, dass Männer, die ich kannte, die ich auch gut kannte, mit einem von diesen Männern hatte ich auch vorher schon was. Also da gab es schon, ich sag mal, eine sexuelle Ebene, eine Art Austausch und dieser Mann war halt sehr, sehr lange Single. Und wir kamen wieder zusammen. Wir waren halt auch ich sag mal, in einem intimen Raum zusammen, weil wir unter einem Dach geschlafen haben, weil es war ein Bruder von meiner Freundin und wir waren aber auch befreundet. Also es war so vielschichtig. Also lagen wir zusammen im Bett, freundschaftlich. Und er dachte, jetzt wo die Gelegenheit da ist, wir zusammen im Bett liegen und reden, dass er jetzt dann auch dieser männlichen ne, diesem Klischee nachstreben muss und mich jetzt verführen muss. Und ich habe ihn wirklich so kackendreist einfach so drauf angesprochen und habe gesagt so, warum machst du das gerade? Glaubst du gerade, dass du mit mir intim sein musst, damit du diese Lücke füllen kannst? Ich kann dir sagen, ich weiß, dass du gerade lange, lange Zeit schon Single bist. Und dass du dich danach sehnst. Und ich weiß auch, dass du dich nach einer Beziehung sehnst.
Und ich weiß auch, dass wir jetzt hier knutschen könnten oder ne, dass da mehr gehen kann, aber dass das nicht dich so zufriedenstellen wird, weil es nicht das ist, was du eigentlich willst. Und dadurch, dass ich ihm das so vorgegeben habe und also ich bin ein sehr intuitiver Mensch und auch sehr empathisch, ich konnte mich halt voll reinfühlen und dadurch, dass ich ihn wirklich kannte und diese Situation einschätzen konnte, habe ich diese Wahrheit einfach ausgesprochen. Und bei ihm, da hat sich dann wirklich wie so ein was abgelegt, so, boah, danke, weil er hätte Anstalten gemacht, mich zu verführen. Aber das wäre nicht das gewesen, was er gewollt oder auch vor allen Dingen gebraucht hätte. Und es hat ihm viel mehr dann gegeben, dass er dann mit mir diesen Frust, nämlich dieses Sehnen nach endlich in einer Partnerschaft zu sein. Und das ist so schön, dass kurze Zeit später ist er dann tatsächlich in einer Beziehung gekommen und ist meines Wissens jetzt auch schon seit Jahren eben in dieser Beziehung. Also die ernsthafte Beziehung, ne? Die kam dann. Und ja, wie gesagt, in einer anderen Situation mit einem anderen Freund war es das Gleiche. Also wir hatten einen zauberhaften Abend. Wir sind feiern gegangen, haben uns beim Feiern gesehen und dann habe ich den halt spontan nachts um 3, weil wir halt uns so gut unterhalten haben, habe ich den mit nach Hause genommen, aber gar nicht, um jetzt mit dem in der Kiste zu landen, sondern einfach, ich habe in der Nähe gewohnt und du kannst es dir nicht vorstellen, wir haben die ganze Nacht vier Gewind gespielt, wie so bescheuerte Kiddies, so, ne? Aber wir hatten riesen Fun. Und dann ging es halt dann auch ums Schlafen und nur weil man dann irgendwie zusammen im Bett liegt, diesen Irrglauben zu haben, ja, okay, dann muss ja jetzt auch was gehen, ne? Weil wir hatten jetzt eine gute Zeit und so, ne? Und dann war es halt so, nee, muss nicht. Es darf auch einfach sein, was ist und was war. Und das als schön zu betrachten und einfach zu sagen, hey, guck mal, was für eine coole Freundschaft wir auch haben. Und dass wir uns auf dieser Ebene begegnen. Und wenn wir ehrlich sind, dieses andere, das wäre jetzt, okay, du bist ein Mann, ich bin eine Frau und wo wir schon mal hier sind. Aber das hätte uns beiden einfach nichts gebracht. Und das war dann so schön, auch bei ihm dann so eine, ja, Erleichterung auch darüber zu spüren. Und das dann auch offen zu sagen, so, Dankeschön, Gina, dass du das so sagst, weil, ne, keine Ahnung, wenn ich horny gewesen wäre oder dann quasi mir auch egal gewesen wäre, dass ja, ne, an diesem Penis dann auch ein ganzer Mann hintersteckt mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, ne, ich sag das jetzt mal so klipp und klar, Ja, gut. dann hätte ich halt auch, ne, das einfach machen können, so, ne, aber, wenn man wirklich den Menschen erkennt und, ne, den auch ganzheitlich wahrnimmt, mit eben nicht nur seinem Körper, sondern auch mit seinen Emotionen, mit seinen Gedanken, mit seinen Bedürfnissen, das dann wirklich auch dem zu begegnen, dann passiert halt wirklich diese Begegnung und auch diese Beziehung. Und da kann ich halt sagen aus eigener Erfahrung, dass Männer das extrem wertschätzen. Und eine Situation, da durfte ich dann extrem viel lernen, weil ich noch nie einem Mann begegnet bin, der das so wirklich stark einfach gemacht hat. Ich hatte diesen Mann besucht, das war ein langer Freund und dann, wir waren auch im Intim miteinander, aber er hat dann von Anfang an gesagt, pass auf, ich habe keinen Sex mehr, um Sex zu haben, sondern wenn man irgendwie intim miteinander ist, dann ist das schön, aber es muss nicht dieses Zielführende haben, dass es dann zum Geschlechtsverkehr geht. Kommt, sondern es kann auch einfach dieses Intimität miteinander sein, teilen und damit dann zufrieden sein. Und also das war noch ein sehr junger Mann, wir waren beide noch recht jung. Und so wie er das auch so wirklich für sich so auseinandergefriemelt hat und so klar dann auch kommuniziert hat, das hat mir so imponiert. Dann dachte ich mir so, boah, wow. Und allein das, dieses sich über sich selbst bewusst zu sein, das fand ich dann umso heißer, umso attraktiver. Und da auch, ja, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, sein Mann zu stehen, ja, in seinem nicht erigierten oder erigierten Zustand und halt trotzdem zu sagen, ich bin Mann mit einer Erektion oder auch ohne. Und ich bin froh, dass wir hier sind und diesen Moment teilen, aber es muss nicht das sein, was Mann, Frau glaubt, das hier jetzt passieren muss, ne? Und das war halt total schön. Wir haben hier noch ein paar Kommentare. Ah. Vollkommen richtig. Sonst entstehen noch mehr unangenehme Situationen bzw. Stimmungen. Ja, Kommunikation ist so wichtig. Ich finde die direkte Frage gut. Ja, das ist.
Ehrlich, werde am längsten. Also es ist nun wirklich so. Generell direkt, offen, ehrlich, aber muss man auch so eine Atmosphäre sein, dass man sich verletzlich machen kann, ohne Angst. So Druck irgendwie sein zu müssen, ist generell verbreitet. Ja, auf jeden Fall. Es muss viben auch. Ja, also das erfordert ja auch eine gewisse Vertrauensbasis, ne? Die kann man vielleicht auch mit einem Fremden auch aufbauen. Also es, und wie gesagt, also es ist halt für mich halt wirklich diese Begegnung mit dem ganzen Menschen, ne? Den auch als ganzen Menschen wahrzunehmen. Und das kann sicherlich auch beim One-Night-Stand passieren, aber eben auch, wenn man den Menschen vielleicht lange gedatet hat. Also Also ich habe halt für mich ab einem gewissen Moment so entschieden, also wie dein Freund auch da, ich habe gar keinen Bock mehr, einfach nur Sex zu haben, um Sex zu haben, weil ich weiß, wie es anders sein kann. Ich weiß, wie Sex ist, wenn eine Herzensverbindung da ist. Und das heißt jetzt nicht, dass das alles nur langsamer Tantra-Sex sein muss. Ja, kann auch wild hergehen und sonst was. Aber dass da wirklich eine Verbindung da ist und ich dich meine, ja, und du auch mich meinst. Eine So. bewusste Entscheidung für den Ja. anderen. Und wenn ich fühle, das habe ich auch in seiner Geschichte so rausgehört, so als du dem gesagt hast, so, hey, das willst du doch eigentlich gar nicht, du suchst doch was ganz anderes. Da habe ich auch so gespürt, dass du einfach gemerkt hast, der meint mich gar nicht. Ja, Weißt du? So. richtig. Und Mir das das auch natürlich. eingestehen zu können und das Ja. auch nicht gekränkt zu sein, sondern das einfach ehrlich anzusprechen. So, das geht Ja, mir du doch bist, gerade gar nicht. genau, und du hast Ja. natürlich die Turbo-Leistung da gemacht, indem du dann auch noch da irgendwie dich nicht von angegriffen oder sonst was benutzt gefühlt hast, sondern irgendwie so gespürt hast, einfach sein Thema. Ne? Das ist natürlich die Turbo-Leistung. Ich glaube, ein Gang vorher reicht auch schon, habe ich zumindest erlebt. Also das ist natürlich super, wenn man das schafft, aber allein zu sagen, so, also ich habe gerade keine Lust und ich frage mich auch, also warum eigentlich? Oder worum geht es dir eigentlich da, ne? Und sich auch selber zu, ja, irgendwie, ich bin da jetzt gerade also sehr angespannt, ja, oder ich will das irgendwie nicht. Das öffnet ja schon was, ne? Dann ist der andere erstmal so, ah krass, okay. Ja, okay. Und dann ist man plötzlich in so einem Raum, wo man jemand ein Gefühl geäußert hat, wie es ihm gerade geht. Ja. Ich habe es oft erlebt, dass ich mit Frauen zum Beispiel Kontakt hatte, die das nicht gemacht haben. Und dann habe ich irgendwie angefangen, irgendwie zu sagen, ja, also ich bin gerade hier, mir geht's so und so, oder ich habe jetzt Angst gerade auch, ne, das ist ein paar Schritte vorher eigentlich, ich habe gerade Angst, irgendwie dich jetzt zu schnell zu sein, dich zu überfordern. Das ist auch bei sehr vielen Männern, die ich jetzt so in meiner Generation erlebe, eigentlich vor allem Thema, ne? So dieses zwischen Macho und Waschlappen so, sondern eher so dieses Angst haben, hier der Vergewaltiger zu sein, nur weil ich gerade Lust habe, die Frau zu berühren, was weiß ich, am Arm allein schon, ja. So, und ja, am Arm eine Berührung kann sehr intim sein, so, je nachdem, wie ich da selber gerade so drauf bin. Und wenn ich dann das aber kommuniziere und sage, hey, ich hätte gerade irgendwie, das habe ich dann oft gemacht, habe ich dann gesagt, ich habe gerade irgendwie Lust, dich hier irgendwie meinen Arm zu streicheln, so. Oder später so, hey, ich habe gerade voll Bock, irgendwie deine Brüste zu berühren, ja, im gewissen Moment so. Ich bin aber ein bisschen unsicher, so, wie ist das für dich, so, ja. Und dann hat die Frau sagen können, so, boah, vielleicht später, jetzt gerade nicht, oder vielleicht, oder jetzt gerade gar nicht, ja. Oder, ja, das war tatsächlich eher die Reaktion meistens so, okay, können wir machen. So, ja. Offene und ehrliche Kommunikation ist einfach so, Ja. so wichtig, weil du kannst nicht von dir auf andere schließen, ne? Also du, vielleicht hast du eine Vorliebe für super langsam und der andere hat eine Vorliebe für super schnell. Der eine hat eine Vorliebe für ganz zart und der andere für ne, ganz wild und aggressiver. Und du weißt es halt nicht, ne? Du triffst halt auf ein Gegenüber und ihr lernt euch kennen und dann wird es abgeglichen. Also ich hatte das auch mal, dass ich ja eine Begegnung hatte und dann haben wir einfach so krass gemerkt, direkt zu Beginn, es matcht einfach null. Also im Vorfeld durch das Flirten hatte ich schon mitbekommen, so
Der hat eine völlige Fehlinterpretation von wer ich bin und wie ich in der sexuellen Energie mich sozusagen ausdrücke. Und der war sozusagen genau das andere Extrem und das passte einfach null. Und dann auch ehrlich zu sagen, so, ja, sollten wir an dieser Stelle einfach lassen, weil, hey, du bist cool, aber das hier matcht halt einfach null, ne? So, und dann einfach auch, ja, es sein zu lassen und nicht auf Teufel komm raus, ja, das irgendwie, weiß auch nicht, also sei es jetzt irgendwie, dass egal ob Mann oder Frau irgendwie glauben, ne, diesen an der Bettkantpfosten, du weißt, was ich meine, diese, ne, Markierung sozusagen ein mehr irgendwie zu haben, sondern was ist jetzt wirklich das Ziel, so, ne? Und ich finde, Oder oder ich wie denke, stehe ich dass, da, ne? Also wie stehe ich da? von Frauen habe ich oft gehört, so wie stehe ich denn da, wenn ich dann Nein sage, ja? Oder wie stehe ich denn da, wenn ich währenddessen zeige, dass ich gerade gar nichts fühle? Ja? Das ist Oder für mich das. eigentlich schon ein Red Flag. Ja, Also voll. Aber das wenn passiert ich ganz mit einem viel. Mann zusammenkomme und nicht im Vorfeld schon die Sicherheit habe, dass ich an jeder Zeit, an jeder Stelle die Möglichkeit habe, Nein zu sagen, dann sollte ich da sofort eigentlich aus der Nummer raus. Weil Voll. das Ja, ist kein ja. Space. So, da kann auch keine gesunde Sexualität stattfinden, weil da, nein. Voll. Und dennoch passiert es halt echt viel. Also ich habe das halt gehört, also gerade auch von der Frau, mit der ich jetzt gerade in einer Beziehung bin, auch hat, dass sie das auch von vielen Freundinnen auch gehört hat, dass ja, dass dieses Thema so, ich muss irgendwie performen, ja. Ich muss irgendwie so tun, als ob es geil wäre und sonst wie. Jahrelang, ja. Bei ganz vielen Frauen. Ich war auch überrascht, weil ich als Mann krieg das nicht mit. Ja. Ich krieg's natürlich nicht mit. So, also ich glaube, vielleicht in gewissen Stadium kriege ich es da mit irgendwann, wenn ich sensibel genug bin. So. Ich habe dann auch so gesagt, boah, wie oft ist das bei mir anscheinend schon passiert? Man weiß es halt nicht. Ja? Also, weil ich es anscheinend noch nicht bemerkt habe oder es ist nicht passiert. Aber auf jeden Fall. War ich so krass, ne? Und das war auch echt so ein langer Weg. Ja, so ist bei uns dann sozusagen so, okay, wie ist es denn ohne Perform? Wie ist es denn ohne, es müsste so und so sein? Und das ist ein Weg, das rauszufinden. Und das klappt auch nicht direkt. Und da redet man immer wieder drüber, wie war es denn jetzt irgendwie diesmal und wie ist es jetzt und wie geht's jetzt? Und ja, und dann merkst du vielleicht auch irgendwann, das habe ich dann jetzt so für mich irgendwann gemerkt, ja, okay, am Ende. Also auch gerade auch in einer Beziehung, glaube ich, aber auch wenn du so irgendwie mit jemandem einmal nur Sex hast, das muss dann so diese krasse Sache sein, ne? Und es muss irgendwie so, da steckt so viel drin, das muss jetzt so richtig gut sein und der Orgasmus muss krass sein und überhaupt muss ein Orgasmus da sein, ja? Und da dann irgendwie, Leistungsorientiert. ja, und da dann sozusagen so, ja, guck mal, wie wir hier am besten mit in der Verbindung kommen miteinander, was dann so einfach entsteht, was passiert. Das ist so mein neues, das ist geil. Ja. Absolut. Und wir haben ja jetzt auch viel irgendwie über das Dating gesprochen und am Anfang einer Beziehung und das Kennenlernen und so. Ich sehe aber auch sehr, sehr viele Probleme eher in diesen Langzeitbeziehungen, ja. Also, das ist vielleicht nur so eine Idee, dass viel Frust sozusagen bei dem Single auftaucht, der dann irgendwie, ne, seine sexuellen Abenteuer hat. So, nein, auch bei vergebene Menschen haben sehr, sehr viel Frust und auch gerade im Bett, wenn man eben aufhört zu kommunizieren. Und ich wollte eben noch auch was noch einbringen. Ist das jetzt gerade weg? Ich glaube, ich wollte auf etwas eingehen, was du auch gesagt hattest. Ja, Nutzen genau. würde ich das mal. Das Scheitern. Ja, man kann lachen im Bett. Also, ne, das muss dann natürlich auch so zur Situation, sag ich mal, passen. Es darf eine Situation auch auflockern. Klar, wenn der Mann oder die Frau gerade irgendwie versucht, irgendwie zur Höchstleistung zu kommen und dann der eine anfängt, drüber zu lachen, dann ist es vielleicht. Ne, dann hat das vielleicht auch eine Auswirkung dann auf die Standhaftigkeit. Vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber wenn es einfach irgendwie gerade nicht passt, ne, also wenn man das, man kennt das ja, dann will man irgendwie so
zusammenkommen und keine Ahnung, dann irgendwie hat man das Gefühl, so die Köpfe stoßen gerade aneinander oder ne, irgendwie so, dann verhakt man sich irgendwie oder verrenkt sich was und Offbeat, total irgendwie. out of Rhythmus. Ja, genau. So, ne? Und dann so ein Mismatch irgendwie kann ja mal passieren. Und darüber dann auch einfach zu sagen, so, hey, wir lachen jetzt einfach mal darüber, anstatt halt irgendwie so das krampfhaft irgendwie noch umzusetzen, das befreit unheimlich und kann auch Vertrauen schaffen. Dieses, so ja, weil das ist ja genau das, wo dann auch die Leistung wieder reinkommt, wenn es sozusagen auch okay ist, wenn es nicht passiert. Ne? Ja, Dass voll. man sich da auch eben begegnet und auffängt und Ja, oder, füreinander da ist. halt zu äußern, dass es mich gerade total verunsichert, und von anderen Personen zu hören, das ist voll okay, ja. Und dann so zu merken, ah krass, ich mache mir total umsonst Sorgen. Und dann kommt die Entspannung und ist also so. Genau, und der andere Aspekt, den ich eben noch sagen wollte, weil du das mit dem Performen genannt hattest. Das Performen und jetzt besonders im Hinblick auf die Frau, aber ich glaube auch auf den Mann. Und ich glaube, dass da eine Verbindung besteht zwischen zu glauben, performen zu müssen, Pornokonsum und dann, wie dann die Realität aussieht. Weil wenn der Konsum sehr, sehr hoch ist, dann hat man auch so ein gekünsteltes Bild von, wie Sexualität aussieht. Und ganz wichtige Elemente wie Hände, Haut, anfassen, streicheln, küssen, ne, die Sachen, die zu der Sexualität reingehören, die aber eben nicht auf die Leistung orientiert sind, das kommt dann oft zu kurz. Und ich bin Mensch, ich liebe Knutschen und ich feiere das total ab. Und ich habe aber dann auch immer häufiger von Frauen gehört, die sagen, ja nee, wenn ich ihn küsse, dann werde ich auch mit ihm schlafen. So, das war für mich völlig, weil, weiß nicht, als ich 14 war und einen Jungen geküsst habe, dann habe ich halt noch keinen Sex gehabt, dann habe ich halt auch nur geknutscht. Und warum sollte ich das als 20-Jährige, als 36-Jährige nicht auch machen können? Weißt du, einfach zu knutschen um des Knutschens halber, weil das eben eine Station für mich ist, die dann aber nicht heißt, du hängst übrigens gerade bei mir. Ich hoffe, du kannst mich trotzdem hören. Hallo. Vincent, ich hoffe, du bist nicht weg. Hängt das bei euch auch? Nein. Also ich lese jetzt einfach so lange mal noch einen Kommentar vor. Okay, jetzt ist er weg. Vielleicht versuchst du noch mal zurückzukommen, Vincent. Ich halte mal ganz kurz meine Erklärung an und lese so lange den Kommentar. Da ist der Vincent auch wieder. Spannend, was ihr besprecht. Diese Probleme entstehen scheinbar, wenn man Sex fürs Außen hat und nicht von innen heraus. Ja, da sagst du was sehr, sehr Schönes und Wahres. Sehe gerade nicht. Vincent, bist du jetzt schon drin? Ah, ja, da bist du wieder. Sehr gut. Auf einmal hast du bei mir gehangen. Was war das Letzte, was du noch mitbekommen hattest? Pornokonsum und künstliches Bild von Performing und dass du einfach Knutschen mega schön findest und das auch gerne einfach für sich stehen lassen möchtest so und nicht das eine Genau. zum anderen führen musst. Genau. Und ich habe jetzt mehr von Frauen tatsächlich auch gehört, die eben dieses, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Nämlich dieses, wenn du zum Küssen ja sagst, dann sagst du auch zum Sex ja. Und dann dadurch, dass gewisse Frauen dann diese Entscheidung für sich getroffen haben, das dann sozusagen Männern beibringen, treffen diese Männer dann vielleicht auch auf die Frauen, die auch einfach nur knutschen, um des Knutschen Willens. Und dann auch so eine Misconception sozusagen entsteht, so, ja, du hast mich geküsst, jetzt willst du aber auch mit mir schlafen. So, nee, wollte ich eigentlich nicht, so, ne? Und das ist halt, ja, einfach wirklich wichtig, da in der Kommunikation auch zu bleiben und ja, auch die Erwartungen eben anzupassen, runterzuschrauben und wie gesagt, dieses
in Bezug aufs Performen, sich eben davon zu lösen, was Mann und Frau halt so im Kopf haben, durch zum Beispiel, ja, also Pornografie ist ja einfach nur ein Kanal, der das, sag ich mal, vergiften kann. Ne? Muss ja nichts passieren, aber es kann sein und das sehe ich einfach als eine der Ursachen, die da ja, so eine Diskrepanz einfach mit reinbringen. Boah. Geil, jetzt sind wir so richtig. Den Großteil von unserem Interview sind wir jetzt hier auf Sexualität in der Partnerschaft eingegangen oder auch außerhalb der Partnerschaft. Finde ich gut. Also, ich habe diese Interviewreihe oder auch generell das Gespräch mit einem Mann, bewusst mit einem Mann, über diese Themen auch schon lange im Kopf gehabt. Aber dadurch, dass ich mich halt immer auf Frauen fokussiert habe, war, sag ich mal, nicht der Raum gegeben. Und irgendwann habe ich jetzt vor allen Dingen auch das, als ich dich dann sah, dachte mir so, ja, das ist der, mit dem ich das sozusagen durchführen will. War das halt einfach so wink mit dem Zaunfall. So, nee, jetzt machen wir das einfach. Weil, wie gesagt, wenn wir uns nach vorne bewegen wollen, für beide Geschlechter, weil Frauen einfach wirklich viele Bedürfnisse haben, die zu kurz gekommen sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, auch was die Stellung angeht, aber eben auch Männer, was beide Rollen einfach angeht, möchten wir mehr sein. Und nicht das, was halt andere glauben, was wir zu sein haben. Und das ist für mich beim Coaching halt total wichtig. Und das ist aber auch, finde ich, für die Allgemeinheit wichtig. Und jetzt haben wir halt wirklich so schön alles so ein bisschen abgesteckt. Wie gesagt, das Berufliche, die Partnerschaft, aber auch eben den sexuellen Anteil. Und da ist noch lange nicht alles gesagt, aber Alles mal ich finde es angeschnitten. total schön. Wo wir lang gegangen sind und wo wir jetzt auch gelandet sind, weil ja, das waren auch einfach Themen, wo ich wirklich den Drang hatte, so ich will da einfach mehr ins Gespräch kommen mit Menschen, ja, und nicht nur mit Frauen, sondern eben auch mit Männern, weil das, wenn wir nur unter unserem Geschlecht miteinander drüber reden, dann wie sollen wir dann in die Begegnung kommen? Das ist ja das, was du auch am Anfang schon gesagt hast, so, ne? Das ist super schön, unter Männern dann zu sein, aber dann auch eben in diesen Austausch mit Frauen zu gehen, das ist halt auch das, was es meiner Meinung nach auch wieder lebendig dann auch hält, ne? Toll. So, wir haben da eine Frage und ich fände es so toll, wenn ihr wirklich die Fragefunktion benutzt, weil diese Kommentare lesen, dass das Schieben, bei mir sieht das so blöd aus, es ist echt, also ich habe sehr, sehr gute Augen, aber es ist schwierig zu lesen. Hab eine Frage. Fühlt ihr euch als Mann, kannst du das schieben? Ja, Oder oder Frau Frau? hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau aus Österreich und wir waren einer Meinung. Sie meinte, sie sich als Mann oder Frau zu fühlen, würde man das nicht im Vergleich mit dem Klischee messen? Sie meinte, sie fühle sich nur deswegen als Frau, weil sie wüsste, sie wäre halt biologisch Frau. Geht mir ähnlich. Okay. Willst du da drauf antworten? Ja, lass ich dich mal zuerst drauf antworten. Okay. Finde ich eine großartige Frage. Vielen Dank, Richie Pitchy, dass du auch so aktiv hier bist. Finde ich großartig. Und diese Frage ist für mich sehr wichtig, weil für mich sind wir in Bezug auf alles auf einem Spektrum. Ja? Es ist mir egal, ob wir davon Männlichkeit und männliche Energie und weibliche Energie sprechen. Meiner Meinung nach sind wir da auf dem Spektrum. Wenn wir über Sexualität sprechen, sind wir meiner Meinung nach auf einem Spektrum. Jeder darf das für sich natürlich so definieren, wie er oder sie das will. Aber auch da sind wir auf einem Spektrum. Was Autismus angeht, sind wir meiner Meinung nach da auch auf einem Spektrum. Also für mich sind wir einfach in Bezug auf alles auf einem Spektrum. Es ist, weil jeder ist ein ganz persönlicher, individueller Cocktail aus dem. Ja? Und ich für mich, ja, definiere mich irgendwo schon, auch biologisch gesehen, als Frau. Und doch unterscheide ich halt. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner weiblichen Energie. Ich fühle mich aber auch sehr, sehr wohl in meiner männlichen Energie. Ich habe auch schon bewusst zum Beispiel meiner weiblichen Energie, also ich glaube, ich werde schon sehr stark weiblich auch gelesen, würde ich mal so sagen. Und ich habe, glaube ich, auch meinem Ex-Freund mal gesagt, so, boah, ich habe das Gefühl, ich bin total männlich und voll burschikos irgendwie. Und der guckt mich an, so, wo?
Hinterm Ohrläppchen vielleicht, weil er meinte so, ich sehe da halt nur so eine schmale, zarte Frau irgendwie vor mir. Und das war auch total spannend, wie so die Wahrnehmung halt so verschoben sein kann, ne? Also, wer sind wir wirklich? Und bei mir, da kann ich halt sagen, da ist viel passiert. 2013 habe ich zum Beispiel ganz bewusst meine Haare abrasiert, weil ich spirituell wirklich das Gefühl hatte, bei mir ist gerade einfach ein Neuanfang. Und diese Haare, das war für mich wie so ein Fremdkörper. Das gehörte dann irgendwie nicht mehr zu mir. Und in dem Moment fühlte sich das richtig an, dieses Haar abzurasieren. Und natürlich war da auch so diese Angst, so, ah, werde ich jetzt irgendwie als zu männlich gelesen? Mein Ex-Freund hatte mir immer gesagt, so, boah, nee, du musst lange Haare haben, weil sonst geht das für mich gar nicht. Und halt auch diesen Druck dann als Frau zu haben, so, nee, ich muss, ne, diesem masculine Gaze sozusagen entsprechend. Ich muss als weiblich gelesen werden, damit ich überhaupt weiblich sein kann. Bullshit, ja, also dieses abrasierter Schädel, das war, ich habe mich so auch weiblich gefühlt, aber es war halt auch wie so eine Form des Nacktsein. Und für mich war es sehr befreiend, all die Männer, die ich nicht wollte, die also Ja. dieses Klischee hatten, so, nee, eine Frau muss lange Haare haben, so, bye, cool, danke schön, jetzt entspreche ich nicht mehr deinem Klischee, was du glaubst, was ich als Frau sein muss, danke schön, next, so, brauche ich nicht, ja, also es war für mich so eine Erholung, diesen Filter einfach zu haben, so, und mit einer neuen Frisur bin ich all die Männer losgeworden, die für mich halt dann auch diese toxische männliche Energie an mich ranbringen. Und ich hatte einfach nichts mehr mit denen zu tun. Ne? Also jetzt sind die Haare wieder lang geworden. Und ich glaube, ich bin da einfach auch standhafter geworden in dem, wie ich mich sehe. Aber ja, also ich habe da kein Thema mit. Aber auch, weil ich mir erlaube, ein bunter Hund zu sein und so männlich oder so weiblich, wie ich mich gerade fühle. Weil ich liebe es auch einfach, mich androgyner zu kleiden. Aber ja, ich glaube, Männer zum Beispiel, ne, die trauen sich zum Beispiel auch eher zum pinken Shirt zu greifen, gerade weil sie sich in ihrer Männlichkeit einfach so sicher fühlen. So, aber bitte, sag gerne du, wie du das siehst. Also, ich glaube, ich habe mir die Frage tatsächlich noch nie gestellt. Und intuitiv würde ich einfach sagen, ich fühle mich als Mann. Und das hat dann natürlich auch einfach mit meiner Definition, für was ist ein Mann, zu tun. Ja? Und das ist halt, wahrscheinlich enthält es dieses große Spektrum, von dem du jetzt gesprochen hast. Und ja, so sozial verträglich, sage ich mal, und vielleicht auch am besten verständlich sage ich, ich fühle mich als Mann. Und wenn mich jemand fragt, was heißt denn das, dann können wir da viel drüber reden. Da würde ich wahrscheinlich sehr viele von den Dingen sagen, die du gerade gesagt hast. Genau, aber um es kurz und knapp zu machen, fühle ich mich als Mann. Ja. Richie Pitchy hat auch noch eine weitere Ergänzung geschrieben. Und ich finde, auf Instagram sind Männer unterrepräsentiert. Ich finde, es gibt viel mehr Frauen, die für mehr Möglichkeiten des Frauseins kämpfen. Ja, klar, ne? Also erstens mal finde ich super, dass diese Frauen das machen. Und es stimmt, es gibt, glaube ich, echt deutlich weniger Männer. Das liegt generell daran, dass einfach die Frauen kollektiv als Gruppe und jetzt sagen wir mal die meisten Frauen da den Männern einfach schon was voraus sind. Insofern, dass da früher was angefangen hat mit der Emanzipation und Pipapo, was du auch am Anfang schon erzählt hast. Und da schon einfach mehr Wandel, ja, auch auf einer Haltungsebene stattgefunden hat. Und die Männer sind da einfach noch ein bisschen scheurer und ein bisschen mehr in ihren Häuschen, im Schneckenhäuschen. Und es gibt zum Glück, also ich bin ja in einem Feld, also ich kenne sehr viele Männer, die rausgehen und machen, was cool ist. Aber ich glaube, wenn du nicht in diesem Feld drin bist, dann denkst du, wo sind denn die eigentlich? Ja. Und dementsprechend, es gibt sie, gute Nachricht. Aber man muss sie ein bisschen suchen, wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, da ist halt auch wirklich das Connecten mit Vincent ist hier an der Stelle auf jeden Fall sinnvoll, ne? Also, weil ich weiß ja auch, dass du da auch einfach im Netzwerk auch unterwegs bist und da auch Kontakte einfach auch pflegst. Ich von meiner Seite aus kann auch sagen, dass also einmal geschichtlich jetzt nochmal, es war ja eine bewusste Entscheidung der Frau,
sich zu emanzipieren und dann ins Berufsleben einzusteigen. Und das ist ja dann auch nochmal was, ne? Also die Frau hat es dann bewusst sozusagen gemacht und hat dann ihren Weg gefunden und der Mann ist dann ja mitgezogen und war dann plötzlich irgendwie mit einer neuen Situation konfrontiert, sei es jetzt zu Hause, wo dann die Frau plötzlich fehlte und nicht irgendwie das Essen auf den Tisch gebracht hat, oder halt dann im Berufsleben, wo plötzlich Frauen da sind und diese ganze Männlichkeit, so wie sie vorher ausgedrückt wurde, ne, also diesen Safe Space irgendwie im Beruf zu haben, so unter Männern, war ja dann auch auf einmal nicht gegeben, ne? Und dann ja, war der vielleicht dadurch auch ein bisschen hinterher, ne? Aber also ich kann für mich sagen, dass dadurch, dass ich mich sehr stark mit der weiblichen Energie auseinandergesetzt habe, war für mich gleichzeitig wichtig, auch mich mit der männlichen Energie zu befassen und auch bewusst mit dieser gesunden männlichen Energie zu befassen. Und ich habe tatsächlich, also ich folge Männern, die für mich diese göttliche männliche Energie ausstrahlen und auch tatsächlich so Schulungen auch geben, ne? Und ich bin tatsächlich immer sehr, sehr stark auch im englischsprachigen Raum unterwegs. Also wenn ihr, ne, in meinem Feed schaut, es ist sehr, sehr viel an Content auch im englischsprachigen dabei. Und deswegen, also wenn jemand da Tipps braucht oder nochmal irgendwie andere Inputs auch zu einer starken männlichen Energie, wie das auch aussehen kann, vor allen Dingen, wenn es um Verletzbarkeit zeigen und sowas geht, da kann ich dann auch gerne nochmal irgendwie Verlinkungen geben. Und Richie Pitchy, ich habe auch noch eine ganz konkrete Bitte an dich, weil ich werde ja diesen Livestream auch abspeichern, weil wir kommen auch gleich, glaube ich, zum Ende. Und wenn du doch so nett wärst und diesen Link, den du vorhin reingesteckt hast, den später nochmal in die Kommentare reinzupacken, da wäre ich dir sehr verbindlich, weil dieser Chat ist ja mit dem Abspeichern, ist der leider weg. Ja, das heißt, was auch immer du da reingeschickt hast, das kann leider keiner mehr auffinden. Und deswegen, wenn ich es gespeichert habe, gerne dann nochmal in den Kommentar reinschreiben. Ja, lieber Vincent, hast du denn vielleicht noch ein paar abschließende Worte für heute, für das Gespräch, für das Thema? Also erstmal möchte ich mich bedanken bei allen, die zugeschaut haben. Hat mich auch gefreut, da einige Freunde zu sehen. Und ja, auch alle, die ich jetzt nicht kannte. Cool, dass ihr hier dabei wart und seid. Und ja, ich glaube, let's do it nochmal vielleicht, hä? Herzen gerne. Von Herzen gerne. Also ich möchte mich auch auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und dass du sofort offen warst, dass du auch ein Vorgespräch mit mir geführt hast, dass wir uns erstmal wirklich auch kennenlernen konnten und dann auch gucken konnten. So sind wir uns grün und ne, passt das auch, weil dadurch konnten wir jetzt auch, sage ich mal, wirklich das auch rausbringen, was uns beiden auch eine wichtige Intention auch war. Und danke auch an alle Zuschauer für eure rege Beteiligung, weil ihr uns jetzt einfach auch dieses Feedback gegeben habt. So, ja, das, worüber ihr heute gesprochen habt, das ist so wichtig und da darf noch mehr drüber gesprochen werden. Also ist jetzt auch von mir aus eine herzliche Einladung, wenn du ein Mann bist und mehr über dieses Thema sprechen magst, dann melde dich auch gerne bei mir. Also ich lade auch gerne, also man kann ja auch mehrere Leute irgendwie gleichzeitig in live reinholen, gerne auch andere Männer noch mit dazu ein. Und ja, ich freue mich schon auf jeden Fall auf Runde 2. Wenn ihr im Anschluss jetzt noch Fragen habt, die ihr gerne noch geäußert hättet, die jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind, dann bitte zögert nicht, weil es ist alles eine Form der Kommunikation und wir sprechen gerne über, also man hat ja gemerkt bei uns heute, wir sind sehr offen, wir sprechen gerne über die Themen, wenn ihr uns denn auch die Fragen stellt. Und ja, halten uns da nicht zurück, sondern möchten für mehr Kommunikation auch unter den Geschlechtern sorgen und diese Bewegung einfach mehr nach vorne treiben. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, Vincent. Ja, danke Und dir auch für die freue mich. Einladung. Toll. Sehr, sehr. Ich finde es einfach wundervoll, dass wir das auch gemeinsam haben, dass wir uns ja beide als in der Intuition sozusagen wiederfinden und das auch als gemeinsame Komponente haben. Und ich glaube, dass das auch wirklich, ja, zielführend ist und sehr, sehr wichtig ist,
Egal, welcher Energie man sich jetzt sozusagen zuordnet. Toll. Ja, dann würde ich sagen, auf bald, auf bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und kommentiert gerne fleißig. Und ich speichere das Ganze dann ab und bis bald. Ciao. Ciao.